mit internationalen Studierenden an einem Medienprojekt arbeiten, aber dabei an der heimischen Uni sitzen? Der European Media Cloud Campus soll es möglich machen. In fünftägigen internationalen Workshops, wie hier in Aarhus, Dänemark, wird seit September 2014 an der virtuellen Plattform gearbeitet. Der European Media Cloud Campus ist eine Lernplattform, und zwar im Internet. Und Studierende können dort lernen, crossmediale Beiträge zu produzieren in einem internationalen Kontext. An der Entwicklung des Campus, die von der EU gefördert wird, sind neben der Hochschule der Medien auch Partner aus der Türkei, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden beteiligt. Die Idee ist entwickelt worden im Vorgängerprojekt, wo wir uns tatsächlich in Oslo getroffen haben, mit Studierenden aus 5 Ländern eine Website produziert haben. Und da ist die Idee entstanden, nicht durch die Gegend zu reisen und dort zu produzieren, sondern eine Plattform zu produzieren, die wir immer nutzen können, egal wo wir gerade sind. Die Idee für diese Lernplattform ist in Europa einzigartig. Ein Cloud Campus als solcher ist nichts Neues, aber für Medien gibt es das so in der Form noch nicht. Also da sind wir tatsächlich Vorreiter. Die internationalen Teams aus Studenten und Professoren haben in bisher 17 Workshops unter anderem Content-Strategien und Workflows für den Cloud Campus ausgearbeitet, aber sich auch mit Aspekten wie zum Beispiel Datenjournalismus beschäftigt. Die Studenten spielen beim Entwickeln der Lernplattform eine besonders wichtige Rolle. Die sind in alle Entwicklungsschritte eingebunden. Das heißt, nichts, was nachher Studierende auf dem Campus nutzen, wird ohne Studierende entwickelt. Das heißt, die sind wirklich von Anfang an und ganz tief beteiligt. Von der Hochschule der Medien sind vor allem Studenten aus dem Studiengang Cross-Media-Redaktion Public Relations an der Entwicklung des Cloud Campus beteiligt. Sie erklären, was das Besondere an dem Projekt ist. Das Besondere am Cloud Campus ist, glaube ich, dass es so ein Projekt vorher einfach noch nie gab, dass 5 Hochschulen sowas zusammen aufbauen. Wir haben ja eine Lehrredaktion hier, aber das ist natürlich viel kleiner. Dass man einerseits irgendwie einen Austausch hat mit Studenten für eine relativ kurze Zeit, aber eine intensive Zeit. Dass man mit so verschiedenen Kulturen arbeiten darf und man sieht halt innerhalb von wenigen Tagen schon Fortschritte auf dem jeweiligen Gebiet. Ich finde es halt spannend, dass aus so vielen verschiedenen europäischen Ländern alle versuchen, an einem gemeinsamen Projekt, an einem journalistischen Projekt zu arbeiten. Und dass das Ganze auch wirklich auf digitaler Ebene stattfinden soll, das ist durchaus mal was Neues. Im August dieses Jahres soll die Entwicklung des Campus abgeschlossen werden. Die Arbeit geht nun also in die heiße Phase. Wir sind schon ziemlich weit. Das heißt, wir haben die Infrastruktur im Prinzip fertig. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Feinschliff machen an der ganzen IT-Infrastruktur. Wir müssen noch ein paar Dinge testen. Und wir haben noch auf dem Zettel, dass wir uns um das Thema interkulturelle Kommunikation kümmern und um das Thema Tutorials. Es müssen also noch ein paar wichtige Punkte abgearbeitet werden, bevor sich der virtuelle Campus mit Leben füllt. Aber wie geht es ab August 2017 mit dem Projekt weiter? Unser Plan ist, uns bei der EU für eine Folgefinanzierung zu bewerben. Da müssen wir uns auch im März schon was einreichen. Und die Idee ist, dass wir dies im Folgeprojekt kein Projekt machen für Studierende, denn die haben dann eine tolle Infrastruktur, sondern wir wollen uns dann darum kümmern, was können wir denn eigentlich für Lehrende tun, die auf dem Campus lehren wollen. Das ist unsere Idee und wir wollen vielleicht auch neue Partner ins Boot holen aus den Vereinigten Staaten.